Grüezi miteinander, herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken an diesem letzten Tag im Juni, an diesem Sonntag. Es ist Abend geworden und natürlich überlegt man das ein oder andere noch einmal. Wir sind zurück von Stetten, also Stetten bei Bremgarten. Wir sind zurück von dem Gottesdienst, von vielen Eindrücken und Gesprächen. Ja, und auch an diesem Abend gehen mir viele Gedanken durch den Kopf. Warum möchten so viele Menschen die Wirklichkeit verdrängen? Warum können sie nicht den Dingen ins Auge schauen? Warum sagen sie einfach, es kommt schon alles gut, es wird alles gut gehen? Und derjenige, der auf die Realität hinweist, was ich ja auch tue, das ist ein Angstverbreiter. Und dann frage ich mich, wieso kommen sie in die Angst? Wenn natürlich ein dunkles Ereignis vor uns steht, warum kommt man in die Angst, anstatt zu sagen und hoffnungsvoll zu sein, ich werde es durch dieses dunkle Ereignis schaffen? Ich denke, das sind ganz große Verdrängungsmechanismen, die wir bewegen, die wir uns schaffen und sagen, wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen, denn dann würde ich vielleicht das eine oder andere ganz anders tun. Und vielleicht komme ich dann tatsächlich in die Angst, dass es mir doch ein bisschen schwummrig wird, dass ich nicht mehr das Gefühl der Freude ungebrochen habe. Ich kann mich nicht mehr am Tag erfreuen, ich kann mich nicht mehr an den Dingen erfreuen. Ich kann nur noch hoffen, dass das nicht kommt. Hat es vielleicht damit etwas zu tun, dass wir die Hilfe uns nicht vorstellen können, die Gott uns zugesagt hat? Dass er bis in die dunkelsten Winkel unseres Lebens, unseres Geschehens mit hineingeht, dass er selbst sogar dort, wo der Tod ist, an unserer Seite steht und uns umgibt, behütet und beschützt? Hat es damit etwas zu tun, dass wir es nicht fassen können, dass eigentlich Katastrophen oder Dunkelheiten für uns keine Katastrophen und Dunkelheiten bedeuten? Dass wir uns es ausmalen, und zwar ziemlich weltlich, wie solche Katastrophen ablaufen. Wir haben von genügend Menschen, die mit Gott verbunden sind, aus den katastrophalen Zeiten Berichte, wie sie unsagbar Hilfe erfahren haben. Es sind Glaubensberichte und sie bauen uns eigentlich auf und zeigen uns, dass Gott tatsächlich auch in einer solchen Zeit, ob im Krieg oder in einer Krankheit oder in einer Verlassenheit, in einem ganz großen Elend, an ihrer und somit auch an unserer Seite zu finden ist. Ich möchte bei allem Realitätssinn, den ich habe, doch mehr Mut auch machen, sich von dieser Zusage leiten zu lassen. Ich denke, dass wir, wenn wir vorbereitet sind und im Glauben stehen, viel, viel besser reagieren können, gelassener. Dann sind wir nicht im Panikmodus, wenn eine Katastrophe über uns hereinbricht. Dann können wir mit unserem Verstand das Wichtige tun, wissend, dass letztlich Gott doch eingreift und dass er dafür sorgt, dass es mir gut geht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es tatsächlich ein mangelndes Vertrauen unserem Schöpfer gegenüber ist, dass wir miteinander, und ich sage wir, weil ich mich ja da mit einbeziehe, ich habe ja diese Verdrängungsmechanismen auch hier und dort parat, dass wir nicht wahrhaben wollen, dass es doch so kommt, aber wovor brauchen wir uns fürchten? Vor gar nichts. Leicht gesagt, sagen dann einige und sagen, ja, wir Menschen sind doch auch sehr menschlich unterwegs. Sicherlich, das ist logisch. Ich denke, dass jeder auch einmal Angst verspürt, aber dann ins Gebet zu finden und sich an ihn zu wenden, der es uns versprochen hat, an unserer Seite zu stehen, der wird dann letztlich erleben, wenn er dies tut, dass er ruhig wird, dass er stark wird und dass er wieder Freude am Leben
am Augenblick findet. Und das wünsche ich uns an diesem Sonntagabend. Und ich möchte natürlich Dankeschön sagen für alle Kommentare, für den Gottesdienst, für die Begleitung, für die Gebete, für uns, für das Mittragen und für das Verbreiten. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahrt sein. Amen. Schlafen Sie gut, haben Sie eine gute Woche und denken Sie daran, so dunkel auch die Realität ist, sie kann eigentlich gar nicht ganz dunkel werden, weil das Licht auf unserer Seite zu finden ist. Gute Nacht, Ihr Reini aus den Nachtgedanken.